Hallo, ihr Lieben. Ist es nicht schön, die Kamera? Ich liebe sie. Schläge des Vollmondorakel. Und zwar haben wir Vollmond vom 7. Januar bis zum 20. müsste das sein. Die Neumondphase, die war schon sehr ereignisreich. Also für mich ging es durch alle Ebenen. Ich weiß nicht, wie war es denn für euch? Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass der Vollmond jetzt das vollendet, dass am 7. der Vollmond ist und danach geht es ja wieder immer weniger und dass es jetzt diese Zeit auch in die Vollendung kommt. Und ich möchte auch direkt loslegen. Ihr wisst, ich lege meinen Vollmond so, wie ich ihn eben lege. Und jetzt habe ich meine Sprachübungen für heute auch schon gemacht. Ja, das sind natürlich ein bisschen viele. Schaut, das sind. Sie sagen, ich soll sie nehmen. Okay, dann nehme ich die erste, okay, die Seite nur mit den Tarotkarten. Dann mache ich das. Und die andere Seite nur mit den Lernkarten. Das hier ist die erste Woche. Ja, die ist ja jetzt rausgeflogen. Diese Karte ist auf das Kind geflogen. Ich will es mal so liegen lassen. Und ich zähle jetzt gar nicht ab. Ich versuche einfach, diesen Kreis in irgendeiner Art und Weise als Kreis darzustellen. So, ihr Lieben. Kamera ist toll. Drehe direkt um. Wir haben die Feierkarte, die drei der Kelche. Dann haben wir die sieben der Schwerter. Wir haben die acht der Kelche, die sieben der Münzen. Der König der Kelche. Es ist der Stern. Die fünf der Stäbe. Die vier der Münzen und die Kraft gefangen. Dazu kommt, unter den Karten habe ich die Gerechtigkeit in Kopflage. Bei der Gerechtigkeit in Kopflage seht ihr das, das ist so unfassbar gut dargestellt. Ich kann sie legen, wie ich will. Sie ist immer richtig. Und es ist so, dass hier, nein, sie war in Kopflage, so möchte ich sie auch hinlegen. Mir kommt es so rein, oben wie unten. So kommt es mir rein. Und dann ist auf das Kind gefallen der Fuchs. Und es ist so, dass in dieser ersten Woche, das ist vom 7. bis zum 15. oder 14. bis zum 14. Ich will unten anfangen und ich möchte nach oben gehen. Hier hat jemand seine Kraft gefunden. Seine Kraft gefunden, indem er seinen Fokus geändert hat. Was mir aber auch reinkommt, ihr Lieben, ich habe den Fokus an der Kamera ausgestellt und vielleicht war es genau das, was er auch machen musste. Vielleicht musste er den Fokus ausstellen, vielleicht musste er das einfach mal von oben betrachten und dann ist das Bild einfach nur ein Bild. Ohne das zu überanalysieren. Ja, und jetzt kommt von oben wirklich der Jubel. Sie hat es erfasst. Also was ganz deutlich ist, dass hier die drei der Kelche, das ist die Feierkarte und so ziemlich in der Mitte ist der Stern. Und der Stern ist die höchste Schutzkraft und der teilt diese Woche nochmal. Es ist tatsächlich so, dass dieser Stern nach oben geht. Er geht in Richtung Gerechtigkeit, er geht in Richtung König der Kelche, aber auch dass hier mit den sieben der Münzen etwas angepflanzt wurde, was, und das möchte ich auch deutlich zeigen, jetzt in die Ernte kommt. Jetzt geht es so, dass dieses kleine Pflänzchen aus der Erde herauskommt und tatsächlich Früchte trägt. Und was mir aber auch deutlich reinkommt, ist, dass es Wasser braucht, damit dieser Baum Wasser braucht, damit er wächst, damit er überhaupt überlebt. Und dieses Wasser ist die,
Die Änderung. Ich weiß, das ist jetzt total abstrakt, was ich euch sage, aber tatsächlich ist es so, dass ja nicht immer wieder gewässert wird, sondern es gibt ja auch Pausen, wo das Wasser einziehen kann, wo es nährt, da wo es nähren soll. Und genau das passiert jetzt hier. Deswegen ist hier mit den 8 der Kelchen, ja, mit den 8 der Kelchen, das ist die Karte, dass hier jemand in die Zukunft geht, ohne genau zu wissen, wie es denn weitergeht. Hier kommt jetzt die Zeit der Änderung. Die Zeit der Änderung, und zwar geht hier jemand. Es geht jemand nicht still und leise. Nein, es wird schon laut, es wird gefeiert, aber er geht für sich alleine. Und das kommt mir hier ganz deutlich rein. Hier hat jemand für sich in seinem Kämmerlein, ganz alleine für sich entschieden, wie es weitergehen soll. Und das hat ihn hier in die Kraft gebracht. Und das hat ihn letztendlich auch dazu gebracht, sein Feuer nach oben weiterzugeben, in den Stern, in den, hier gibt jemand das Feuer an den Himmel und hört auf, an dem Alten zu klammern, an seinem alten Leben zu klammern. Das hört jetzt auf. Hier hört jemand auf zu klammern, weil er erkennt, dass er jetzt, dass jetzt einfach die Zeit gekommen ist, weiterzugeben oder weiterzugeben. Das hier ist eine Energie der Entscheidung. Und wir haben mit der Gerechtigkeit ja auch die Entscheidung. Und wir haben mit dem Fuchs auf dem Kind, dass hier dieser Fuchs wirklich in den Neuanfang geht. Und er geht für sich alleine. Er hat das für sich alleine ausgemacht. Und das finde ich, das geht ganz tief gerade bei mir, weil hier er geht den nächsten Schritt, ohne zu gucken, wie es weitergeht. Aber er hat sich dafür entschieden und er feiert das in sich, dass er endlich diese Entscheidung getroffen hat. Das ist eine Hammerlegung hier. Wir schauen in die zweite Woche. Das ist die Woche vom, ja, vom 15. bis zum 20. dann. Hier haben wir den Ausgleich. Und die Waage haben wir ja hier auch bei der Gerechtigkeit. Es ist das Chamäleon, die Leichtigkeit mit dem Hut. Das ist die Schildkröte. Hier kommt es, wird immer ganz deutlich, dass hier jemand weitergeht, obwohl er den Panzer noch aufhat. Dann habe ich das Brot, den Sarg, das Schiff und die Blumen. Tatsächlich ist es hier so, dass dass es letztendlich auch als Geschenk des Himmels empfangen wird und ja verinnerlicht wird, gespürt wird. Also, hier kommt jemand in den Ausgleich. Er geht weiter. Er hat das für sich entschieden und er geht weiter und er ist erleichtert. Diese Leichtigkeit hier, die steht für die Erleichterung. Und trotz des Panzers, er hat den noch mitgenommen und es ist aber vollkommen egal. Der Mensch geht weiter trotz des Panzers. Und hier dieses Brot, das ist das, was, wie soll ich das sagen? Das ist das, er bekommt alles, was er braucht. Genauso kann ich das sagen. Und alles andere kann er beerdigen, kann er begraben, weil nichts ist mehr wichtig in dem Moment als das Ankommen und das als Geschenk des Himmels erleben. Und hier unten drunter haben wir den Eiskristall und ich möchte darunter noch die nächste gucken und wir haben die positive Veränderung. Es ist so, dass dieser Eiskristall, ich habe die letzten 2, 3 Mal oder in den, irgendwann mal habe ich gesagt, dass hier eine Eisplatte drüber ist. Und diese Eisplatte, die geht jetzt, die knackt und das höre ich gerade und das macht mir Gänsehaut. Es ist so, als wenn die Schildkröte oder der Fuchs auf diesem Eis unterwegs ist und es knackt. Und es geht in die Veränderung. Und zwar in die positive Veränderung. Die Störche stehen immer für die positive Veränderung. Boah, das ist so eine intensive Legung hier, ein so intensives Gefühl.
Und hier muss es nicht um dein Gegenüber gehen. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Hier kann es auch sein, dass es um dich geht, beruflich vielleicht. Oder um dich in der Familie. Vielleicht hast du einfach einen Weg gefunden, wie du mit jemandem in der Familie, wenn du nicht so eng wieder mit ihm sein kannst, wie es aber so ein Mittelweg gibt einfach. Und das hast du für dich jetzt hier entschieden, ganz allein in deinem Kämmerlein. Du hast mit niemandem darüber gesprochen. Und genau so ist es auch richtig. Genau so sollte es sein. Und ihr Lieben, ich liebe diese Legung. Die ist so unfassbar intensiv. Und dazu kommt diese wundervolle Kameraeinstellung, ohne dass der Fokus ständig wechselt. Und es ist trotzdem scharf und deutlich, alles zu sehen. Ich möchte heute der geistigen Welt mal danken, dass sie mich genau hierhin geführt hat, dass sie mich so weit geführt hat, dass ich die Wege gegangen bin und ich mit meinem super technischen Verständnis das alles so hinkriege, ist das nicht zu fassen. Ich möchte aber auch euch danken, ihr Lieben, dass ihr mir so treu zur Seite steht und dass ihr die Videos immer bis zum Schluss anschaut. Ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Ich danke euch, wenn ihr schon lange dabei seid. Ich danke euch aber auch, wenn ihr jetzt das erste Mal dabei sein solltet. Und vielleicht, wenn es euch ja gefallen hat, mögt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder ihr möchtet mich abonnieren. Das würde ich feiern. Das würde mich riesig freuen. Und vielleicht möchtet ihr es auch teilen. Ich muss das Glöckchen noch erwähnen. Wenn ihr mich abonniert, dann drückt auch das Glöckchen, damit ihr beim nächsten Mal von YouTube erfahrt, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Ihr Lieben, ich liebe euch. Von ganzem Herzen liebe ich euch, jeden Einzelnen da draußen. Und das ist kein blödes Gerede, das ist wirklich so. Macht's gut. Bis denn. Ciao.